Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete. Am 1. Juli diesen Jahres hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft für ein halbes Jahr übernommen. Diese Präsidentschaft wäre eine historische Chance, die freiheitlich-demokratischen Grundrechte der europäischen Völker wiederherzustellen, die kulturelle Identität zu beleben und endlich auch die Verantwortung für die heimische Landwirtschaft als unsere Lebensgrundlage wieder in eigene Hände zu übernehmen. Doch Kommissionspräsidentin von der Leyen und Kanzlerin Merkel stehen leider für das Gegenteil. Sie machen sich zum Totengräber der europäischen Idee. EU-Zentralismus statt eines Europas der Vaterländer. Ideologie statt Vernunft. Staatliche Investitionen nach politischen Zielen. Befehl statt Markt. Statt der vertraglich festgelegten Geldwertstabilität sieht man dort die Behandlung des Klimawandels von missionskritischer Bedeutung, fernab jeglicher Vernunft und Missachtung, wissenschaftlicher Erkenntnisse unter grundlegenden Prinzipien des Rechts wird nun mit Billionen der Green Deal durchgesetzt. Diese infame Politik wird künftig Generationen massiv belasten. Die Freiheit der Menschen wird dabei immer mehr eingeschränkt. Schuldenvergemeinschaftung und irrsinnige Ausgabenexzesse auf Pump führen in einen real existierenden Ökosozialismus. Diese EU-Ratspräsidentschaft wird zur Herrschaft des Unrechts. Und nun kommen Sie mit dem Begriff Systemrelevanz, welcher sich vom Totschlagargument bis zum diffusen Zauberwort entwickelt. Und das im Zusammenhang mit der Stärkung unserer Landwirtschaft. Da bedarf es erst eines Virus namens SARS-CoV-2, dass Sie sich auf die Bedeutung der Landwirtschaft besinnen, meine Damen und Herren. Seit dem Ende der Jäger und Sammler halten Bauern Tiere und kultivieren Nutzpflanzen. Sie sorgen dafür, dass dem Menschen Nahrung zur Verfügung steht. Erst mit der Kultivierung der Kartoffel Ende des 18. Jahrhunderts durch den preußischen König, hören Sie mal zu, der Erfindung des Dampfloges, gefolgt von den Errungenschaften des 20. Jahrhunderts, wie zum Beispiel dem Verbrennungsmotor, dem Haber-Bosch-Verfahren zur industriellen Synthese von Ammoniak, auch als Brot aus der Luft bezeichnet, und natürlich dem chemischen Pflanzenschutz, war es möglich, die stetig wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, ja, dieses Wachstum überhaupt zuzulassen. Nur durch die intensive Nutzung guter Böden ist es möglich, Flächen für Erholung und Natur vorzuhalten. Die Aufgabe der Landschaftspflege wird doch zum großen Teil durch die Landwirte erbracht. Natur- und Heimatschutz ist für bodenständige Landwirte Herzenssache. Da bedarf es keiner Klimaideologen. Über Jahrzehnte hat man die Bauern in der EU immer weiter in die Abhängigkeit von Subventionen getrieben und damit mehr und mehr an die Kette gelegt. Waren die Flächenzahlungen nur ein Ausgleich für die Öffnung der Märkte oder war die gemeinsame Agrarpolitik der Testlauf für den Zentralismus in der EU, meine Damen und Herren? Die zentralistische und unnötige, gegen das Subsidiaritätsprinzip verstoßende Regulierungswut der EU ist auf fast allen Ebenen dafür verantwortlich, dass wir uns in den nationalen Parlamenten mit Problemen befassen müssen, die wir ohne diese dirigistische EU nicht hätten. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete. Herr Breitenbuch hat in seiner Rede die Bedeutung der Landwirtschaft herausgestellt. Und das zu Recht. Auch die Kritik am Minister Günther war voll berechtigt. Ja, die Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten ist natürlich selbstverständlich für uns alle. Das sehen wir auch so. Aber schauen wir auf die Zahlen. Der Niedergang der Landwirtschaft in Europa und in Deutschland schreitet seit Jahrzehnten voran. Seit 1990
mussten in der EU sage und schreibe 360.000 Landwirtschaftsbetriebe aufgeben. Auch in Deutschland geben jedes Jahr etwa 3.000 Betriebe auf. Und jedes Mal bricht auch ein Stück Fundament unserer ländlichen Räume weg. Das alles ist auch Ihrer Politik verursacht. Und es ist höchste Zeit, diese Politik zu überdenken. Doch mit jeder neuen GAP-Förderperiode soll doch alles besser werden. Weniger Bürokratie, mehr Wertschöpfung, mehr Wohlstand für die Landwirtschaft. Der Preis war und ist mehr Kompetenzen an Brüssel. Nun soll wieder alles besser werden. Mit dem Green Deal und der sogenannten vom Hof auf dem Tisch Strategie wird die Landwirtschaft nun bald vollends aus Brüssel gesteuert. Und zwar mit Quoten. Quoten für Düngung, Quoten für Pflanzenschutz, Quoten für den Ökolandbau, kurz Quote statt Leistung. Nun ist auch die CDU bei den Quotenparteien angekommen. Noch mehr Förderrichtlinien, noch mehr Abhängigkeit und noch mehr Bürokratie. Immer weiter in die Sackgasse, möchte man meinen. Aber wie können wir den Landwirten helfen, besonders den kleinen Höfen? Die aktuelle Förderrichtlinie Tierwohl-Mutterkuhhaltung, eine durchaus gute Idee, aber wer profitiert davon? Mit einer Bagatellgrenze haben Sie alle Betriebe, die weniger als 28 Mutterkühe halten, von dieser Förderung ausgeschlossen. Das sind 3/4 der sächsischen Mutterkuhhalter. Es sind die Familienbetriebe, die mit ihrer Nutztierhaltung unsere Kulturlandschaften erhalten. Wir werden uns dafür einsetzen, diese Bagatellgrenze zu beenden und alle Betriebe angemessen zu unterstützen. Liebe Abgeordnete, wie Sie sehen, wenn Sie es denn sehen wollen, ja, dass Sie es vielleicht nicht sehen wollen, dass, ja, okay, ja, dann sehen Sie, dass die Landwirte sich nicht mehr alles gefallen lassen und nicht auf Sonntagsreden und Versprechen eingehen. Nein, Demos, Mahnfeuer, Kreuze, Protestveranstaltung im Wochentakt mittlerweile. Die Landwirte verlangen zu Recht eine anständige Agrarpolitik. Die neue Düngerverordnung, war das eine Forderung der EU? Eben nicht. Ausgekungelt wurde diese durch den Bund mit der EU, weitgehend ohne, aber mit viel zu später Beteiligung der Länder. Das hat die Staatsregierung übrigens in ihrer Stellungnahme zu unserem Antrag Verschärfung der Düngeverordnung stoppen auch richtig festgestellt. Folgerichtig wäre die Zustimmung unseres Änderungsantrages gewesen, nämlich vor dem Bundesverfassungsgericht einen Normenkontrollantrag auf Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit zu stellen. Aber wie jeder unserer Anträge wurde auch dieser abgelehnt. Und bis heute ist noch nicht einmal die kleine Anfrage zum Abstimmungsverhalten im Bundestag beantwortet, mit mehrwöchiger Fristüberziehung. Zum Schutz der heimischen Landwirtschaft hatten wir den Antrag Mercosur-Abkommen stoppen eingebracht. Nämlich so lange, wie es keine gleichen Voraussetzungen für europäische und südamerikanische Erzeuger gibt. Abgelehnt von allen Fraktionen. Sehr geehrte Abgeordnete, wir haben Ihnen die Hand gereicht, um den Niedergang der deutschen Landwirtschaft zu stoppen. Und wir werden es weiter tun, Herr Breitenbuch. Wir haben vor kurzem den Antrag für ein Wildtiermanagement beim Wolf eingebracht. Werden Sie den Versprechungen gegenüber Ihren Wählern gerecht? Kriechen Sie nicht vor der grünen Minderheit zu Kreuze. Gerade beim Thema Landwirtschaft werden Sie bei der grünen Bevormundungspartei kaum Gemeinsamkeiten finden. Herr Donner, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Letzter Satz. Die deutsche Landwirtschaft ist eine der leistungsfähigsten und umweltfreundlichsten der Welt. Und deshalb appelliere ich an alle Abgeordneten, opfern Sie die Errungenschaften dieses Berufsstandes nicht für einen verqueren Zeitgeist. Dankeschön.